So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich Humus Chips. Ja, andere benutzen Effekte und machen das dann so in Zeitlupe. Ich rede einfach nochmal behindert drüber und dann brauche ich keine Effekte und keine Nachbearbeitung. Die sehen nämlich so aus. Die sind von der Firma Eat Real. Man. Enough talk. Let's do this. Humus Chips mit Sour Cream und Chiefs Flavor. Was ist Chiefs? Ne, wer kennt das? Schreibt's mal rein. 40% less fett, glutenfree und vegan. Vegan? Man. That's a lot. Enough talk. Ich bin übelst auf, wie heißt denn nochmal? Ich kann nicht streamen, da dreh ich durch. Ich bin übrigens auf Badlands Chucks hängen geblieben. Der ist einfach so sympathisch, den müsst ihr euch mal angucken. Die sind haltbar bis September 2020. Okay, die sind beide schon abgelaufen. Liegen auch schon lange genug rum. Die wollen wir auf jeden Fall mal probieren. Humus Chips mit Sour Cream, Chips Flavor und gleichzeitig aber auch die rote Packung Sour Cream mit. Ne, nicht Sour Cream. Die rote Packung. Chili Cheese Flavor. Chili Cheese Flavor. Wir packen aber die zuerst. Sour Cream kann man nämlich eigentlich nichts falsch machen. Sour Cream schmeckt immer. Ich habe noch nie, egal wer das war, egal wer Sour Cream Chips gemacht hat oder angeboten, die haben immer geschmeckt. Die waren immer lecker, ne? Egal welche Chipsorte oder welcher Hersteller vergammelte Kackchips hergestellt hat, sobald die Sour Cream Note hatten, waren die auf jeden Fall dope. Adi, ja? Adi, man sieht dich so gar nicht, wenn du es so machst. Dann mach jetzt mal. Adi, los, los, Adi! Adi! Der Adi greift doch da immer mit der Hand rein, ja? Nimmt sich immer eins raus. Ich glaube, der ist ein bisschen von dem Sour Cream Geruch abgeschreckt. Ja. Jetzt gib dir doch mal Mühe hier. Hab dich nicht so. Oh, jetzt fast. Das ist ja wie, wenn man hier diesen einarmigen Bandit hat auf dem Jahrmarkt und dann hat man es schon und dann fällt es wieder rein, ne? Vielleicht will das auch nicht, weil es einfach ausgedörrt ist auf einmal. Also ich habe keine Ahnung. Er schnüffelt, er geht weg. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, Ramses. Willst du das wirklich essen? Guck mal, sieht aus wie eine Made aus dem Dschungelcamp. Die probieren wir mal. Wir beißen mal drauf und... Ach, Mann. Hä? Steh ich nicht. Adi. Was soll in der Tüte denn schlecht werden? Die sind doch eh luftdicht versiegelt. Die sind auf jeden Fall mega knusprig. Schmecken nach Sour Cream. Sind sehr bissfest, muss man sagen. Also sind keine normalen, gewöhnlichen, fettigen Kartoffelchips, sondern Humus-Chips eben. Humus, weil die aus Würmern bestehen, die aus der Erde kommen. Hm? Ist okay, ist auch nur eine kleine Tüte, sind auch nur 45 Gramm. Das passt also perfekt, ne? Wird man nicht ganz so fett, deswegen muss man noch eine zweite hinterher essen. Und die zweite ist Chili Cheese. Chili Cheese klingt auf jeden Fall gut. Ist aber meistens ein Schuss in den Ofen. Ich bin mal gespannt, ob die uns eines Besseren belehren. Boah, das riecht wie von Snack Insects, einfach diese getrockneten Heuschrecken. Also von Chili Cheese habe ich da jetzt... Ich habe keinen Chili-Cheese-Geruch. Das riecht weder nach Chili noch nach Cheese. Das riecht einfach nur nach verdörrten Insekten. Aber egal, es sieht ja auch so aus. Wir probieren mal Chili-Cheese. Okay. Es schmeckt auf jeden Fall besser, als es riecht. Ihr habt eine leicht käsige Note. Und ihr merkt auch Schärfe. Das ist auf jeden Fall gut. Ein bisschen pappig.
Trotzdem, das sind die besten Chili Cheese Hummus Chips, die ich je gegessen habe. Das sind auch die allerersten Chili Cheese Hummus Chips, die ich je gegessen habe. Und von daher passt das ganz gut. Ich glaube trotzdem, die Sour Cream schmecken einfach ein bisschen besser. Ist einfach irgendwie, ich sag, noch nie Sour Cream gehabt, was nicht schmeckt. Sour Cream Chips eigentlich immer beste. Mögt ihr auch Sour Cream Chips? Schreibt's mal rein, was ist eure Lieblingschips-Sorte vom Geschmack her? Mögt ihr so Barbecue-Zeug, einfach normal, Standard Paprika oder wie auch immer? Schreibt's mal rein. Also die besonders kann man mal testen. Chili Cheese Hummus Chips von Eat Real Man. Mit 40% glutenfrei, less fett vegan. Ne? Aber das hier, Baba, da werde ich jetzt noch ein paar naschen. Vielleicht heute Restling. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Und mal vorhaut. Und du musst das kombinieren. Euer Ramses.